Willkommen zu unserer Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Wie grün sind Düngemittel aus grünem Wasserstoff wirklich? Mein Name ist Mireille Remesch. Ich bin Referentin für Agrarpolitik bei der Agrarkoordination. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Gäste und Expertinnen aus Kenia begrüßen können. Welcome to everybody from Kenya and around the world. To our today's event on fertilizers made from green hydrogen. I like also to mention that we have a translation, so please select your language. You can find it on the translation Globus. Wir haben heute deutsche und englische Beiträge und Sie können die Übersetzung über den Button, den Globus, auswählen. In Kenia und auch weiteren Ländern soll die Produktion von Düngemitteln aus grünem Wasserstoff gefördert werden. Und wir haben gemeinsam eingeladen als Organisation Aktion gegen den Hunger, Brot für die Welt, Inkota Netzwerk und die Agrarkoordination zu einem kritischen Dialog. Denn aus unserer Sicht gibt es noch viele Fragezeichen, ob diese Entwicklung ob dies für eine zukunftsfähige Landwirtschaft der richtige Weg ist. Wir fragen uns, wie sieht es mit der Bodengesundheit aus? Wir haben knappe Wasserressourcen. Werden Bedürfnisse von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern berücksichtigt? Und wie geht dieser Ansatz auch zusammen mit dem Bestreben, Agrarökologie zu fördern? Es gibt noch viele Bedenken und uns beschäftigt das Thema. Wir erarbeiten gerade auch gemeinsam ein Positionspapier, auch mit Organisationen aus der kenianischen Zivilgesellschaft, gucken auf die Entwicklung in Kenia und auch mit Blick auf die Unterstützung der Bundesregierung. Der heutige Abend ist Teil einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe zum Thema fossile Betriebsmittel, Bodengesundheit und Agrarökologie. Es wird einen weiteren Workshop am 28. November in Berlin geben und auch noch eine Veranstaltung speziell für Multiplikatorinnen. Ich freue mich jetzt, in die Diskussion zu gehen, in den Austausch mit Expertinnen aus Deutschland und Kenia und gebe weiter an unsere Moderation, Tanja Busse. Ja, ganz herzlichen Dank, Mireille. Und ich rede jetzt auch auf Deutsch weiter für alle, die ich Deutsch anmoderieren werde und auf Englisch für alle, die Englisch sprechen werden, sodass wir möglichst wenig Verzögerungszeit haben. Aber schon jetzt ganz großen Dank an Anna und Lina, die für uns live simultan dolmetschen werden. Ich freue mich sehr, dass ich moderieren darf, denn ich bin Autorin und Moderatorin und schreibe ganz viel über Landwirtschaft und über den Verlust der Biodiversität, der biologischen Vielfalt. Und wenn man dazu recherchiert, findet man immer wieder die Spuren des Düngers. Immer wenn es zu viel Dünger gibt, gibt es ökologischen Schaden, ob das in der Ostsee ist oder auf dem Grünland, auf dem Grasland oder am Straßenrand. Künstlicher Mineraldünger bringt Ökosysteme durcheinander. Zu viel davon natürlich. Und für die Herstellung braucht man ja zusätzlich noch jede Menge Energie, um den Stickstoff aus der Luft, bislang mit fossiler Energie, in die kleinen Düngekügelchen auf dem Feld zu verwandeln. Deshalb ist jetzt die Frage, wie sieht es denn aus, wenn man diese Düngemittel nicht mehr aus fossiler Energie herstellt, sondern mit grünem Wasserstoff? Denn so könnte man denken, wenn die jetzt aus erneuerbaren Energien hergestellt werden, das ist ja erstmal klimafreundlicher. Da gibt es ja eine ganze Menge Dinge, die das noch plausibler gemacht haben. Der brutale Angriff von Russland auf die Ukraine hat fossile Energie teurer gemacht und in der Folge auch die Düngemittel. Und ganz vielen Ländern ist klar geworden, wenn wir uns selber grünen Wasserstoff produzieren, daraus Düngemittel herstellen, dann können wir unabhängiger werden von diesen gefährlichen Importen. Und das könnte auch die Landwirtschaft im globalen Süden voranbringen. Dann müssten die Länder ja keinen Dünger mehr importieren. Das ist so die Überlegung, auch zum Beispiel in Kenia, wo es aber auch einen African Soil Health and Fertilizer Summit gab im Mai 2024, wo festgehalten wurde, nein, das ist zu wenig, nur über Stickstoffdünger zu sprechen. Für Bodengesundheit braucht es viel mehr. Die Bundesregierung dagegen hält synthetischen Dünger aus grünem Wasserstoff für eine gute Möglichkeit auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Und wir wollen jetzt gerne wissen, was da dran
dran ist, und das wollen wir klären, vor allen Dingen mit Stimmen aus dem globalen Süden. Sie können jeweils nach den Vorträgen Fragen stellen, direkt zu den Vorträgen, wenn sich alle an die Zeit halten. Und anschließend wollen wir eine kleine Abschlussdiskussion machen. Und schreiben Sie gerne Ihre Fragen ins Q&A oder F&A und überall, wo das nicht sofort auf den Buttons unten sichtbar ist. Bei mir ist es versteckt hinter einem kleinen Button, da steht mehr und da steht dann F&A oder Q&A und da würden wir gerne Ihre Fragen sammeln. Ja, wir starten ganz zu Beginn mit einer super Expertin, die uns erklären will, wie das jetzt eigentlich alles genau zusammenhängt, wie dieser grüne, scheinbar grüne Wasserstoff produziert wird, wo der grüne Wasserstoff dazu herkommt und ja, worüber wir überhaupt reden. Die Einführung also hören Sie von Lisa Tostado. Sie ist Campaignerin für Agrarchemikalien und aber auch für fossile Brennstoffe bei CIEL. Das ist das Center for International Law. Sie hat Politik und Wirtschaft und Umweltpolitik studiert in Deutschland, Belgien, Kanada, in der Slowakei, in Paris an der berühmten Sciences Po. Und viele kennen sie vielleicht noch aus ihrer Zeit bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Brüssel. Bei CIEL arbeitet sie jetzt daran, die negativen Folgen der synthetischen Mineraldüngerherstellung bekannt zu machen in einem, ja, sagen wir mal freundlich, nicht nachhaltigen Ernährungssystem. Lisa Tostado, was ist so problematisch an diesem sogenannten grünen Kunstdünger? Du hast das Wort und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, herzlichen Dank für diese Einführung. Ich werde meinen Bildschirm teilen und ich werde Deutsch sprechen. Die Slides sind allerdings alle auf Englisch, damit alle gut folgen können. Ja, ich habe die schwierige Aufgabe, in 10 Minuten einen kurzen Rundumschlag zu machen zu synthetisch hergestellten Stickstoffdüngern und was die mit fossilen Brennstoffen zu tun haben und wie der ganze grüne Wasserstoff da jetzt genau reinpasst. Also nochmal einen kleinen Schritt zurück, damit wir überhaupt verstehen, worüber wir hier sprechen. Zu Beginn dieses kleine Schaubild, die Preisentwicklung von fossilen Energien in Rot, von synthetischem Stickstoffdünger in Blau und den Lebensmittelpreisen in Grün. Und was wir hier gut sehen, ist, dass sich diese Kurven wirklich sehr parallel bewegen. Das haben wir auch kurz in der Einführung gesehen. Der russische Angriffskrieg ist nur das jüngste Beispiel für solche Bewegungen. Aber warum genau bewegen sich diese Kurven denn immer so parallel? Ja, die Antwort ist recht klar. 75 bis 90% der Produktionskosten von synthetisch hergestelltem Stickstoffdünger sind nämlich nichts anderes als die Kosten für fossile Energie, denn wir brauchen jede Menge Energie, aber auch jede Menge fossile Rohstoffe, also als materiellen Input für die Herstellung von diesen Kunstdüngern. Anders als die zwei anderen wichtigen Kunstdünger, nämlich Phosphor und Kalium, werden Stickstoffdünger nämlich aus fossilen Energien hergestellt. Stand heute. Die anderen beiden wichtigen Dünger, also P und K, Phosphor und Kalium, werden in Minen abgebaut und haben auch verschiedenste Probleme. Darauf werde ich aber nicht eingehen, denn wir sprechen ja heute über die Stickstoffdünger. Warum genau sagen wir aber hier bei CIEL, dass Stickstoffdünger eigentlich fossile Energien in einer anderen Form sind? Es kommt ein bisschen Chemie, aber wir halten das ganz einfach. Für die Herstellung von ammoniakbasierten Düngern, also alle Stickstoffdünger basieren auf Ammoniak, braucht es im Prinzip zwei Schritte. Der erste Schritt ist die Herstellung von Wasserstoff. Das ist H, also die kleinen grauen H-Atome da in diesem Schaubild. Und der zweite Schritt ist dann die Ammoniaksynthese nach dem berühmten Haber-Bosch-Verfahren, das es seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt. Da wird dann der Stickstoff, der sehr abundant ist in der Luft, genommen und wird mit dem Wasserstoff reagiert, um dann Ammoniak zu bekommen, NH3. Der erste Schritt, die Wasserstoffsynthese, genau da beginnt das fossile Problem. Also heutzutage sind 99,7%, also quasi die Totalität der Wasserstoffherstellung aus fossilen Energien. In Europa und fast allen Ländern der Erde ist es aus fossilem Gas, also zu 70%. Aber in China und manchen anderen Regionen ist es auch noch Kohle, die gasifiziert wird. Also als Input brauchen wir ein fossiles Molekül, in diesem Falle eben das Methangas, was am häufigsten verwendet wird. Da blasen wir dann quasi Wasserdampf drauf und dann brechen wir die Wasserstoffatome auseinander und als Nebenprodukt entsteht CO2. Also hier sehen Sie schon ein großes Problem
das verursacht wird durch diese fossile Düngemittelherstellung, ist, dass CO2 entsteht und in die Atmosphäre abgelassen wird. Ganz geringe Teile werden auch eingefangen und später noch zu Urea weiterverarbeitet, aber das sind wirklich keine signifikanten Mengen. Und im zweiten Schritt wird dann, wie gesagt, der Stickstoff aus der Luft gezogen, mit dem vorher aus den fossilen Energien gewonnenen Wasserstoff reagiert. Und so bekommen wir den Ammoniak. Auch das ist alles nicht zum Nulltarif zu haben. Es ist ein sehr energieintensiver Prozess. Sehr hohen Druck brauchen wir, sehr hohe Temperaturen. Das heißt, 60, also ungefähr 60% der fossilen, die wir in die synthetische Kunstdüngerherstellung stecken, ist der Rohstoffbedarf, also die reinen Materialien, die wir für diesen Wasserstoff brauchen. Aber 40% der fossilen werden auch verwendet, um die ganze Energie zu erzeugen, die wir brauchen für die hohen Temperaturen und hohen Druck. Also das muss man im Hinterkopf behalten, dass so aktuell die Kunstdünger hergestellt werden. Ganz enormer Energieaufwand und hohe materielle Einträge von fossilen Energien. Das hat natürlich geopolitische Implikationen, darauf werde ich jetzt nicht mehr eingehen, denn das wurde schon in der Einführung klar und auch in dem ersten Schaubild. Also es macht uns sehr abhängig von der Volatilität von Weltmarktpreis. Fossile Energien sind sehr anfällig für verschiedenste Schocks. Worauf ich ein bisschen näher eingehen werde, sind die verschiedenen Emissionen, denn die meisten werden bei Umweltproblemen und synthetischem Kunstdünger vor allen Dingen an Nitratbelastung im Grundwasser zum Beispiel denken oder an versauerte Böden, an Biodiversitätsverlust, aber nicht unbedingt an das Klima. Und das liegt daran, dass wir oft vergessen, dass Stickstoffdünger fossile in einer anderen Form sind und insgesamt verursacht die synthetische Kunst, Stickstoffdüngung mehr Emissionen als der kommerzielle Flugverkehr. Und mit Flugscham und so haben wir da schon sehr viel Bewusstsein erreicht mittlerweile. Das sieht anders aus für die Kunstdünger. Warum ist das so? Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Wir haben das Methangas, das gebraucht wird für die Herstellung. Und entlang der ganzen Lieferkette entstehen Methanemissionen. Methan ist klimaschädlicher als CO2. Und die Methanleckagen wurden sehr lange unterschätzt. Und wenn wir Fracking oder Flüssiggas verwenden, sind die sogar noch höher als Pipeline-Gas. Also das Gas, was in die Fabrik kommt für die Kunstdüngerherstellung, hat schon entlang der ganzen Lieferkette seit der Extraktion Klimagase verursacht. Und dann haben wir natürlich die CO2-Emissionen in diesem zweiten Schritt, die als Nebenprodukt entstehen, die auch sehr klimaschädlich sind und die man nicht vermeiden kann in dieser Dampfreformierungsherstellungsweise. Und eine weitere Herausforderung also von diesem fossile Energien und Kunstdünger-Nexus ist, dass es wirklich eine Hürde darstellt für ein Phase-out, also für eine Beendigung der fossilen Energien weltweit. Denn je mehr wir andere Sektoren dekarbonisieren, wie zum Beispiel den Transportsektor mit mehr Zügen, mit mehr E-Autos, den Stromsektor, desto mehr schielen fossile Konzerne auf die Petrochemie, also dass auch rohstofflich fossile Energien genutzt werden, als Plastik, als Stickstoffdünger, als Pestizide und so weiter. Also die fossilen Konzerne, die natürlich sehr mächtig sind, haben ein sehr großes Interesse an einer Ausweitung der industriellen Landwirtschaft. Nun ist die Idee, wir ersetzen diesen ersten Schritt, der so viele fossile Energien braucht, durch grünen Wasserstoff. Also nicht der heutzutage fossile Wasserstoff, den man auch grauen Wasserstoff nennt, wenn er auf Basket basiert, oder braunen Wasserstoff, wenn er auf Kohle basiert, sondern wir machen das Ganze jetzt komplett anders und zwar mit grünem Wasserstoff. Das beinhaltet eine komplett andere Produktionsweise, also nicht mehr diesen Dampfreformer, sondern wir brauchen andere neue Produktionsanlagen, die Wasser nehmen, und zwar nicht irgendwelches Wasser, sondern sehr pures Wasser. Man kann nicht einfach Ozeanwasser nehmen zum Beispiel. Man muss es vorher entsalzen, man muss es purifizieren. Und das machen wir in einen Elektrolysator, der mit Hilfe von erneuerbarem Strom die beiden Atome auseinandersplitten kann, also Wasserstoff und dann Sauerstoff. Das hat natürlich den schönen Nebeneffekt, dass da kein CO2 direkt entsteht. Es ist nicht unbedingt per se komplett klimaneutral, denn auch Wasserstoff ist ein indirektes Treibhausgas, aber davon sehen wir jetzt mal ab. Allerdings hat es eben andere Trade-offs. Also wir gucken uns jetzt hier kurz an, wie dieser grüne Wasserstoff in das größere Bild passt.
In der Tabelle sehen Sie die CO2-Emissionen, die assoziiert sind mit einem Business-as-usual-Szenario von der Stickstoffdüngerherstellung im Vergleich zu einer auf Elektrolyse basierten Herstellung. Also die CO2-Emissionen können ganz drastisch reduziert werden, aber wir brauchen sehr viel mehr Energie. Also wir brauchen Unmengen an erneuerbarer Energie und dementsprechend ist es auch eine große Landnutzungsfrage, denn wir brauchen viel Platz für die ganzen Solarpanels, für die ganzen Windanlagen und wir brauchen eben sehr, sehr viel mehr Wasser. Wie gesagt, es muss sehr pur sein, sehr rein. Und insgesamt liegen sehr, sehr viele Hoffnungen auf dem Wasserstoff, um nicht zu sagen ein Hype. Alles soll jetzt mit grünem Wasserstoff ersetzt werden. Wir wollen das durch unsere Heizungsnetze jagen. Wir wollen damit den Transport antreiben und so weiter. Also das gilt so ein bisschen als Wunderwaffe, aber diese Euphorie möchte ich doch durchaus bremsen. Wasserstoff, grüner Wasserstoff sollte nur als, ich mag den Ausdruck Champagner der Energiewende angesehen werden, denn er ist sehr teuer in der Produktion, sehr aufwendig mit hohen Energieverlusten und nur da eingesetzt werden, wo es wirklich keine andere Lösungen gibt. Also direkte Elektrifizierung ist immer vorzuziehen. Und auch hier Ammoniak kann man synthetisch nicht anders herstellen. Man braucht irgendwoher den Wasserstoff. Aber die Frage ist, brauchen wir überhaupt den Ammoniak? Also gibt es auch andere Möglichkeiten, für Bodengesundheit zu sorgen, als synthetische Dünger auf das Feld auszubringen? Die EU hat unrealistisch hohe politisch festgelegte Ziele verabschiedet. Sogar der Europäische Rechnungshof hat gesagt, das wird nichts und diese Ziele sind vollkommen unrealistisch. Heutzutage sind nur 0,1% der Produktion grün, vor allen Dingen, weil es eben sehr, sehr teuer ist im Vergleich zu der fossilen Herstellung. Und die heimische Produktion in Europa wird überhaupt nicht ausreichen, weshalb gerade auch so ein Run ist von verschiedensten europäischen Ländern, inklusive Deutschland natürlich mit der großen Industrie, um möglichst viele Deals abzuschließen mit Ländern, die höheres Potenzial haben, erneuerbare Energien dort auszubauen, mit dem Risiko, neokoloniale Handelsstrukturen wieder zu beleben oder fortzuführen. Also das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten für diesen ganzen Kontext mit grünem Wasserstoff. Und noch ganz kurz, das Bildchen links zeigt in Blau der Balken die erneuerbaren Energien, die heutzutage in Europa zur Verfügung stehen. Und in Grün ist der Balken, wie viel grüner Wasserstoff Europa bis 2030 zur Verfügung haben will, also wie viel Strom wir dafür bräuchten. Das heißt, fast den ganzen Strom, den wir heutzutage in Europa produzieren, würde für grünen Wasserstoff draufgehen. Also die Dimensionen sind wirklich ja, jenseits von Gut und Böse. Und nur noch ganz kurz, und die Silke Bollmo wird darauf noch mehr eingehen, denn ich sehe, ich habe die Zeit schon ein wenig überschritten. Grüner Wasserstoff, Sie werden es verstanden haben, kann den Produktionsprozess durchaus dekarbonisieren. Wir haben keine CO2-Emissionen mehr, wir haben keine fossilen Energien als Input. Aber die ganzen Probleme, die wir haben mit Düngemitteln per se, bleiben natürlich bestehen, denn das Molekül an sich, Ammoniak und die verschiedenen Dünger, ändern sich ja dadurch nicht. Und die planetare Grenze von Stickstoff ist schon seit den 1970er Jahren überschritten, mit ganz vielen Auswirkungen, die leider viel zu wenig beleuchtet und bekannt sind. Unter anderem Luftverschmutzung, Feinstaubbelastung, Ozon, Nitratbelastung im Grundwasser, Bodenversauerung, aber auch Klimawandel. Also das Lachgas ist das drittwichtigste Treibhausgas, was bisher ja, das vergessene Treibhausgas ist nach CO2 und Methan. Und auch da spielen die Düngemittel eine ganz große Rolle. Also im besten Falle kann es die Produktion dekarbonisieren, aber es wird nicht die verschiedensten Probleme, die wir haben, lösen können. Und damit belasse ich es erstmal. Vielen Dank. Vielen Dank, Lisa Tostado, für das Zusammenfügen von so verschiedenen Stoffkreisläufen, bei denen dann am Ende die Antwort, glaube ich, rausgekommen ist auf die erste Frage, die wir hier im Chat haben. Rüdiger Stegemann fragt, wie grün ist denn der sogenannte grüne Wasserstoff überhaupt? Ich glaube, dein Vortrag war jetzt eine Antwort drauf, dass er je nach Verwendung nicht wirklich grün ist. Aber wie würdest du es zusammenfassen? Macht es Sinn, vor diesem Hintergrund dann von grünem Wasserstoff zu sprechen? Die Farbenlehre des Wasserstoffs stammt natürlich ursprünglich aus dem Industriesprech. Aber wenn wir alle
die ganze Energie, die benötigt wird für die Ammoniaksynthese, also inklusive auch für den Haber-Bosch-Prozess, nicht nur für die Wasserstoffherstellung, wenn alles aus erneuerbaren Energien kommt, denke ich, dass man schon Grün als Label theoretisch nutzen kann. Aber es kommt dann eben darauf an, wofür wir diesen Wasserstoff einsetzen. Wenn wir ihn nur einsetzen, um ihn zu verschwenden in Automotoren, die man sehr leicht direkt elektrifizieren könnte, ist es definitiv nicht grün oder nachhaltig. Und gleiches gilt für diese Idee, dass wir den ganzen fossilen Dünger, den wir heutzutage herstellen, einfach eins zu eins mit grünem wasserstoffbasierten Dünger ersetzen. Damit lösen wir eben die vielfältigen Probleme, die wir uns als Menschheit kreiert haben durch die Überdüngung, überhaupt nicht. Also das Grün am besten in Anführungsstrichen lassen. Je nach Nutzung könnte es eventuell grün durchschimmern. Aber das, worüber wir heute reden, dass einfach die gesamte Kunstdünger oder synthetische Mineraldüngerproduktion über sogenannten grünen Wasserstoff funktioniert, das wird alleine von den Mengen nicht reichen, weil es so viel weiteren Bedarf gibt. Das würde ich jetzt als erste kleine Zwischenfazit nach dem ersten Vortrag mitnehmen. Und nach Kenia gehen und auf Englisch weitermachen. Vielen Dank nochmal, Lisa Tostado. Wir können gerne mal ein bisschen Applaus durch den Äther schicken zu ihr für ihre Arbeit auch. In Kenya and in Sub-Sahara Africa, there are many development and agricultural experts, especially from the north, that's my impression, that say, okay, we have Europe and the industrialized countries, we do have a surplus of fertilizers, we know that, but in Africa, people still do need more fertilizers to raise their yields. And so they could use more fertilizers. And Maina is the national coordinator of the Biodiversity and Biosafety Association of Kenya, with the nice name of called BIBA, the organization that's called BIBA. And BIBA raises awareness for healthy soils and other environmental issues. So talking about an ecosystem, not just one input. And they also campaign for the risks of genetically modified crops. And Anne works with a lot of African networks of smallholder farmers, of women networks, also with the Alliance of Food Sovereignty, and also with United Nations organizations as UNFCCC, CCC, that's the Convention on Climate Change, and also the CBC, that's the Convention for Biological Diversity. So with such a lot of experience on all the different levels, she will tell us about the need for fertilizers in Kenya and her experience, what she tells us about the question whether fertilizers made by so-called green hydrogen will make the African agriculture more sustainable. And Maina, thank you so much for joining us from a small town in the south of Nairobi. Welcome, Thank Anne. you. Thank you very much. I'm speaking from Thika in Kenya, about 50 kilometers out of Nairobi. And would like to look at some of the views from Kenya and the social impact. I think Lisa has very well articulated the issues related to green hydrogen. And these are the few issues I want to tackle. To begin with, I would like to speak about the Abuja Declaration. In 2006, the Abuja Declaration, which was under the auspices of the Africa Union, recommended the use of fertilizers, the increased use of fertilizers to achieve sufficiency and improve soil fertility. Unfortunately, coming to the to 2000 after to 2024, which I'll speak on later, that was not achieved. So the recommended fertilizer application rates then was about 50 kilos per hectare in sub-Saharan Africa as the main solution to lift the low productivity levels, and especially for maize, which is a main staple in sub-Saharan Africa. You see, the declaration positioned synthetic fertilizers and related inputs as the key to increasing food production, with nitrogen being the critical element to increase soil fertility and increase production. However, even from Europe now, there are many questions that have been raised about
excessive use of nitrogen, and even the nitrogen that comes from methane that's produced by animals. And so the results have been that there's been a lot of plant loss, soil imbalance, algae growth, and water contamination. When you look at the Africa Fertilizer and Soil Health Summit that happened in 2024, sorry, in Kenya, you see that the action plan that's 10 years emphasizes still the need for increasing food production by increasing the amount of fertilizers that you use. Of course, these are the fossil fuel-based fertilizers. But the interesting aspect is that there's also the push for the green use of green hydrogen for fertilizer production. And even there's a major project that's being promoted in Kenya and funded by the German government. And you can see that if you look at the targets from Abuja, there was a really huge failure with only 18 kilograms per hectare that was being used, yet our target was 54 kilograms. Our target now is 54 kilograms by 2033. But this remained really a false solution because when we were at the Africa Fertilizer and Soil Health Summit, the push was for the integration of organic and inorganic fertilizers to increase food production. A lot of this was coming from the criticism that has been raised mostly by civil society on how sustainable the fossil fuel-based fertilizers are in Africa. In the areas in Kenya, for example, where there has been intensive use of fossil fuel-based fertilizers, the production has gone down because the farmers cannot really sustain the use of these fossil fuel fertilizers over the years. So if you do not give sufficient for the production, we've seen that there have been those challenges and those areas, the soils have become very almost dead. And so you see, this is a false solution, the use of the synthetic fertilizers, which has led to this acidic soils. Yet, even in Kenya now, we are pushing for the adoption of an agroecology strategy, which promotes the transition and moving away from fossil fuel-based fertilizers to more sustainable agroecological solutions like biofertilizers and others. So we cannot achieve the increase of food by just using nitrogen-based fertilizers. So there's need for a transformative and holistic approach focused on restoring soil health and reducing erosion while transitioning to agroecology. If you look at the 10-year action plan, it lacks a clear guidance and framework and differing views that emerge at the Nairobi Africa Fertilizer Summit. While the Soil Initiative pushed for sustainable and optimized use of a combination of agriculture inputs, we saw the industry that was part of the organization of the Africa Fertilizer and Soil Health Summit. In fact, when we booked even the exhibition stand under the group of African civil society under the Alliance of Food Sovereignty in Africa, the payments were going directly to AGRA. So the position of CSOs in promoting agroecology led by the Alliance for Food Sovereignty in Africa is that synthetic fertilizers are incompatible with biofertilizers and biostimulants. What we are pushing for is a transition, because even with the crisis that began with COVID-19, the increasing cost of the fertilizers, the fossil-based fertilizers, farmers have resorted to looking at other ways of using local materials to produce, composting to produce bokashi, so that they can be able to produce and because they cannot afford. Even with the fertilizer subsidies provided in some of the countries like Kenya and Zambia, there's still a struggle for farmers to access those kind of fertilizers. So it's important to realize that African countries are autonomous and should have a choice on to choose what sustainable practices they would like. I've referred to the Alliance for a Green Revolution in Africa, which is an initiative that was started and funded almost
2/3 by the Bill and Melinda Gates Foundation. Over the years from 2006, over $1 billion have been invested, most of it coming from Gates and some from country grants, including the government of Germany. And the goals were to double production, double incomes, have food insecurity, bring over 30 million smallholder farmers in Africa out of poverty. But unfortunately, even after all that, we see that it did not meet its headline goal of increasing incomes and food security for 9 million farmers. Improved soy maize yields were only seen in Ethiopia, Ghana, Nigeria, but not in the where it is really a big staple in Tanzania, Burkina Faso, or Kenya. In some of the countries, farmers, the increasing production of maize was more of increasing land that are cleared to produce maize at the expense of local grains that are more diversified, like the millets, the sorghum, that are even more nutritious. And you see that farmers were adapting improved inputs and experienced yield increases. But most of those that were experiencing these yield increases were the younger male and relatively wealthier, who could use more fertilizers, who could access markets and practice agribusiness. So this was really a major failure. And you see now even the Alliance for Green Revolution has even changed its name after we did a lot of campaigning as the Alliance for Food Sovereignty in Africa, that we should invest in more into agroecology, because we are seeing the push for a green revolution in Africa through the intensive use of synthetic, or what you call fossil fuel based fertilizers, has not really helped. So the AU has committed to the 10-year action plan to tackle hunger and malnutrition, but we recommend that in order to improve our soils and macronutrient levels and increase fertility, biofertilizers and biostimulants offer the solutions. And there's need to develop the soil health strategy with new biological indicators of soil health, looking at the biological activity and microorganism. There's also need for increased investment in agroecology research by various institutions, including BMZ, to African researchers, universities, and CSOs. And what we're calling for is participatory action research that involves the farmers and the researchers, so that we can promote and move towards agroecology. It's a transition. We're not calling for a quick moving away, but a transition. And because it's gaining traction, there's no need to put investment in the practice. When you say we are promoting agroecology, it's a practice. It's even a movement, because we want to do that as a movement so that farmers can be able to produce sustainably. Kenya is in the lead in developing a national agroecology strategy, which is needed for that, which is needed now for implementation and funding to support the transition. And we know like GIZ has been very instrumental in Kenya in supporting the development of the national agroecology strategy. And also looking at issues of policy, we've recently developed the agriculture soil and management policy. And also the policy recognizes the need for a comprehensive multi-sectoral and multi-stakeholder approach in ensuring sustainable soil management and practices. So thank you for the time that you've given me. Thank you. Haribu. Asante. Thank you so much, Anmaina. That was really impressive to learn that there are obviously two plans to build so-called green fertilizers, but also to support the Kenyan government in developing these holistic approaches towards agroecology. That's really interesting. We do have a question by Lisa Tostado, but I think it's on the question of renewables and the relation of renewables and hydrogen. I think it should be discussed after the input of Silke Bollmer, or would you like to ask your question also to Anne directly, because it's more towards questioning renewables, Lisa? No, sorry, I meant to answer the other question and I could not figure out how to add another answer. So that should just be treated as an answer to Rüdiger Stegemann's question. Sorry about the confusion.
Let's take this, yeah, because it ended in a lot of questions, and to hear the perspective of Kenyans is also interesting. But let's take these ideas and these open questions in the end of your answer to the final discussion then. Are there any other questions that didn't reach me here in the Q&A section? So please go ahead and don't hesitate to ask questions. But then let's continue with Silke Bollmors Input. Und jetzt gehe ich wieder ins Deutsche zurück. Wir hören die Umweltwissenschaftlerin Dr. Silke Bollmors. Sie ist Referentin für globale Landwirtschaft und Welternährung beim INCOTA-Netzwerk. Und sie hat 4 Jahre in Kenia gelebt und dort Agrarökologie erlebt in der Praxis und studiert sozusagen. Und sie kennt aber auch die Auswirkungen von synthetischem Dünger und Pestiziden in der kenianischen Landwirtschaft, die auch immer noch Gesundheitsprobleme ganz direkt bringen. Und sie gehört auch zu denjenigen, die, wir haben es gerade schon von Anne gehört, die gesehen haben, dass die Agrar-Initiative nicht gewirkt hat, wie sie wirken sollte, und setzt sich jetzt deshalb bei INCOTA für ganzheitliche Lösungen ein. Silke Bollmore, nach deinen Recherchen, wie ist die Situation in Kenia? Was plant die Regierung? Wie verhält sich die Bundesregierung dazu? Und wie fügt sich das Ganze in die Erfahrungen von Anne? Einmal noch Mikro an, wir hören dich noch nicht. Ja. Gut, ja, nachdem Anne die Perspektiven Kenias vorgestellt hat, möchte ich jetzt ein bisschen auf die kenianischen Pläne zur Produktion von grünem Wasserstoffdünger eingehen und dabei auch die Unterstützung durch die deutsche Bundesregierung ein bisschen erläutern und auch begründen, warum wir als zivilgesellschaftliche Gruppen aus Deutschland und auch aus Kenia diese Initiativen doch kritisch hinterfragen. Zuerst einmal, Kenia strebt nach Unabhängigkeit von Düngemittelimporten und plant 50% der aktuellen Stickstoffdüngerimporte, das sind also ungefähr 300.000 bis 400.000 Tonnen jährlich, durch lokal produzierte Alternativen zu ersetzen. Das kann man auf der Internetseite der kenianischen Regierung lesen. Vielversprechend wäre dies, wenn auch organische Düngemittel einbezogen werden. Doch der kenianische Plan fokussiert sich leider nur ausschließlich auf die Produktion von grünem wasserstoffbasierten Düngemitteln. Und diese Art von Düngemittel gewinnt in Kenia und in anderen Ländern des globalen Südens an Bedeutung. Warum, haben wir schon gehört, da grüner Wasserstoff eben gerade auch als Lösung zur Dekarbonisierung der Landwirtschaft gilt. Und geplant sind hier in Kenia auch schon mehrere Projekte, darunter zwei Großanlagen nahe dem Naivasha-See mit dem Namen Oseria Industrial Park und die Plant Okaria hier in den gelben Circles zu sehen. Und eine davon wird wahrscheinlich auch mit der Unterstützung der deutschen Bundesregierung passieren. Kenia erwägt dabei auch schon den Export von grünen wasserstoffbasierten Düngemitteln und mögliche Anlagen in Mombasa zur Reduzierung der Transportkosten. Erwähnenswert ist hier aber auch die weltweit erste On-Site-Anlage. Die ist finanziert von einem Start-up, einem US-Start-up für einen Privatkunden der kenianischen Nussindustrie. Und weitere Abnehmer wie Del Monte, der größte Ananasproduzent, zeigen hier ebenfalls schon Interesse an diese sogenannten On-Site-Anlagen. Aber dazu später noch ein bisschen mehr. Und was wir relativ kritisch sehen, ist, dass es eben auch schon vage Pläne gibt, auch Kleinbauern hier mit einzubeziehen und diese Düngemittel eben an die Kleinbauern zu verteilen. Aktuell werden hier in diesen On-Site-Farmen aber nur gasförmiges und flüssiges Ammonium produziert und die beide relativ große Probleme mit sich bringen. Silke, darf ich kurz unterbrechen? Ich sehe noch deine Startfolie. Du bist noch in dem, also Ah. zumindest auf meinem Bildschirm, und ich sehe gerade, jemand im Chat schreibt auch. Das heißt, es scheint Ich nicht nur sehe jetzt. Da mich. ist es. Wunderbar. Jetzt Sieht ist man's? es auf. Jetzt sehen wir die mit den gelben Bubbles und den grünen Sehr Wolken schön. über Kenia. Okay. Ja, und es ist hier natürlich dann auch offensichtlich, dass diese Strategie stark geopolitisch motiviert ist. Doch wir müssen uns hier wirklich die Frage stellen, ist sie wirklich nachhaltig? Kann sie wirklich kleinen Bauern zugutekommen? Und bringt es die gewünschte Transformation, die ja auch in dem Soil Health Action Plan erwähnt ist, wirklich nach vorne? Und unserer Meinung nach können wir da ein ganz klares Nein sagen, denn die Strategie reduziert zwar die Emissionen der synthetischen Düngemittelproduktion, das haben wir von Lisa schon gehört. Sie baut auch eine Wertschöpfungskette auf für den grünen Wasserstoff. Sie verankert aber die kenianische Landwirtschaft eigentlich in einem industriellen System.
Jetzt sieht man aber die nächste Folie, ja? Okay. Zunächst müssen wir erstmal klarstellen, warum grüne wasserstoffbasierte Düngemittel keineswegs so grün sind, wie der Name suggeriert. Und Elisa hat das schon ein bisschen angedeutet, aber ich würde da gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen, denn es muss wirklich klar sein, dass sie die gleichen Umweltauswirkungen wie fossile stickstoffbasierte Düngemittel ausüben. Und das haben wir hier ein bisschen in der Folie versucht darzustellen. Und da ist es wichtig, wirklich zwischen Produktion und Anwendung zu unterscheiden. Während bei der Produktion der grüne Wasserstoff anstelle von Öl oder Gas verwendet wird, was dann eben den CO2-Ausstoß verringert, führt die Anwendung auf der rechten Seite in Gelb dieser synthetischen Düngemittel weiterhin zu erheblichen Lachgasemissionen. Und Lachgas ist ein Treibhausgas, das 265 Mal stärker ist als CO2. Und dieser Prozess macht mehr als die Hälfte der Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus der Düngemittel aus. Hinzu kommt auch, dass 65% der Böden in Kenia bereits stark degradiert sind, was das Risiko von Lachgasemissionen natürlich noch weiter erhöht. Und degradierte Böden sind auch anfälliger für Abfluss, also für Runoff, wodurch Stickstoff dann in Flüsse und Grundwasser gelangt und diese verschmutzt. Und die Folgen dieser Stickstoffverschmutzung, haben wir auch schon von Anne gehört, sind bereits in Kenia sichtbar, wie zum Beispiel das übermäßige Wachstum auch der Wasserhyazinthen im Viktoriasee. Und in Kenia gab es auch bereits Fälle von Viehsterben durch Stickstoffverschmutzung. Und es gibt gleichzeitig keine strengen Überwachungsprogramme, um diese Probleme in den Gewässern wirklich kontrollieren zu können. Und eine erhöhte Verwendung von Stickstoffdüngern auf degradierten Böden würde diese Umweltrisiken eben noch verstärken. Neben diesen erwähnten Umweltauswirkungen, die Sie gemein haben mit den fossil-based Düngemitteln, gibt es aber auch noch weitere Herausforderungen. Und auch das wurde schon kurz von Lisa erwähnt, aber auch hier möchte ich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Die Produktion von grünem Wasserstoffdünger erfordert wirklich hohe Investitionen. Zum Beispiel die On-Site-Anlage, die ich erwähnt habe in Kenia für die Kenyan-Nut-Industrie, benötigt eine 15-jährige Abnahmegarantie, was eine langfristige Bindung an synthetische Düngemittel bedeutet und damit auch eine Festlegung im industriellen Landwirtschaftssystem. Und die Vorstellung also, dass diese Düngemittel vielleicht kurzfristig helfen könnten Richtung Landwirtschaft, Richtung nachhaltige oder sogar agrarökologische Landwirtschaft, ist dabei dann wirklich irreführend. Denn langfristig können Sie dann eher diese Initiativen, die wir von Anne gehört haben, zu agrarökologischen Ansätzen behindern. Es ist auch klar, wer die Kosten trägt, ob es die Regierung ist und die Schulden noch weiter erhöht, ob es Bauernkollektive sind oder Spender. Letztlich werden diese Kosten auf die Bauern abgewälzt und was ihre finanzielle Belastung dann eben noch erhöht und den Übergang zu nachhaltigen Praktiken noch mehr erschwert. Die Produktion braucht auch relativ viel Wasser, und zwar Frischwasser, auch das hat Lisa schon erwähnt, was in wasserarmen Regionen wie rund um den Lake Naivasha, wo die Anlagen geplant sind, sehr problematisch ist. Diese Region ist bereits durch Dürre und auch andere Nutzungen wie die Blumenindustrie und intensiver Landwirtschaft schon belastet und ist schon gestresst. Und unregelmäßige Regenfälle verschärfen hier noch die Situation, da der größte Teil der Landwirtschaft eben ohne Bewässerungssysteme auskommen muss und vom Regen abhängig ist. Die Frage ist also, woher soll das Wasser kommen? Die Entnahme aus dem Lake Naivasha könnte die Wasserverfügbarkeit weiter reduzieren und die Verschmutzung auch erhöhen, die eh schon vorhanden ist. Und die geplanten Projekte in Mombasa würden planen, entsalztes Meerwasser zu verwenden, was auch wieder erhebliche Mengen an Energie erfordert. Und durch die Entsorgung der konzentrierten Sole, die ja dann irgendwie entsorgt werden muss, die Meereslebewesen schädigen könnte. Und auch dort gibt es im Meer sehr viele Nationalparks, die eben hochsensibel sind. Die Produktion von grünem Wasserstoff braucht aber auch sehr viel Energie und diese Energie könnte möglicherweise auch anders genutzt werden. Auch diese Frage sollten wir uns hier stellen. Ja, abschließend möchte ich hier noch mal ganz kurz auf das schon erwähnte On-Site-Werk eingehen für die Kenyan-Nut-Industrie. Talos AG, wie gesagt, ein US-Startup, hat die weltweit erste kommerzielle Anlage zur Herstellung von grünwasserstoffbasierten Stickstoffdünger in Kenia am Lake Naivasha in Betrieb genommen. Und die Anlage wird mit Solarenergie betrieben und produziert täglich eine Tonne Ammonium. Und dieses Ammonium wird hauptsächlich für die Düngung von den Macadamia-Nüssen verwendet, findet aber auch Anwendung im Weizen- und Maisanbau.
Derzeit produziert die Anlage aber erst zwei Hauptprodukte, die sowohl Umwelt- als auch logistische Probleme mit sich bringen. Das eine Produkt ist das sogenannte Anhydrous Ammonia. Das ist ein Produkt, hochkonzentriert, gasförmig, und es ist gefährlich zu handhaben und es braucht Schutzkleidung. Also das ist ein großes Risiko bei diesem gasförmigen, doch wirklich fast 80% stickstoffhaltigen Gas. Es ist zwar selbst kein Treibhausgas, kann aber im Boden sehr leicht zu Lachgas umgewandelt werden. Und um dies zu verhindern, muss es tief in den Boden injiziert werden, was nur in Monokulturen möglich ist und moderne Maschinen erfordert. Zudem wirkt es auch noch giftig auf die Bodenbakterien, die für die Bodengesundheit ja eigentlich wichtig sind. Und um dies auszugleichen, müssen bakterienfördernde Substanzen in den Boden zugefügt werden, was die Kosten für die Landwirte noch mal weiter erhebt. Und der Bedarf an spezieller Lagerung und Handhabung erhöht ebenfalls die Kosten. Ein weiteres Produkt ist das Liquid Ammonia, also es sagt schon der Name. Diese Form wird eben mit Wasser verdünnt und muss über Bewässerungssysteme ausgebracht werden, was ihre Anwendung in den meisten Regenfeldanbausystemen eigentlich ausschließt. Und hier sind die Transportkosten sehr hoch, da natürlich große Mengen an Wasser von einem Ort zum anderen transportiert werden müssen, was eben wieder die Anwendung teuer und logistisch kompliziert macht. Auch wenn die Anlage umweltfreundlich erscheinen mag, sind ihre Produkte aufgrund der hohen Kosten und der Komplexität der Sicherheitsrisiken für Kleinbauern wenig geeignet. Zudem werfen aber auch die Großanlagen, die ich ja auch schon erwähnt habe, viele Fragen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit auf. Und ganz abgesehen davon, dass die Endprodukte die gleichen negativen Auswirkungen auf Boden, Wasserqualität und auch Ernährungssouveränität haben. Ganz zum Schluss möchte ich jetzt noch mal kurz darauf eingehen, wie die Bundesregierung zu diesen Projekten steht. Die deutsche Bundesregierung sieht grünen Wasserstoff als wichtigen Bestandteil der globalen Energiewende und fördert entsprechende Produkte auch in Kenia. Diese Unterstützung erfolgt sowohl finanziell als auch durch technologische und politische Zusammenarbeit. Und im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie legt Deutschland besonderen Wert auf internationale Kooperation, vor allem mit Ländern, wo eben günstige Voraussetzungen für Wasserstoffproduktion sind. Ein zentrales Element in dieser Zusammenarbeit ist die Just Energy Transition Partnership zwischen Deutschland und Kenia. Und diese Partnerschaft unterstützt die Entwicklung der Kenya Green Hydrogen Strategy und Roadmap, die sowohl vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz als auch vom BMZ gefördert wird. Und die Initiativen wie das Power-to-X-Hub und auch die Wasserstoff-Diplo-Initiative des Auswärtigen Amtes fördern darüber hinaus auch noch die politische Beratung und den Kapazitätsaufbau im Bereich grüner Wasserstoff. Das ist jetzt erstmal nur der grüne Wasserstoff. Und besonders kritisch sehen wir aber die Pläne des BMZ zur Förderung wasserstoffbasierter Düngemittelproduktion in Kenia. Im September 2023 kündigte das BMZ ein Darlehen von 60 Millionen Euro für ein Projekt, was ich schon genannt hatte, am Lake Naivasha über die KfW an. Und obwohl die Entscheidung noch aussteht, sind aber auch schon Vorarbeiten bereits im Gange. Die KfW finanzierte zum Beispiel eine Machbarkeitsstudie und die GIZ beauftragte auch schon eine Baseline-Studie, die Stickstoffdünger eigentlich als vielversprechende Anwendung für grünen Wasserstoff in Kenia identifizierte. Und eine weitere Studie zur Bewertung der Wasserressourcen ist ebenfalls geplant. Und obwohl diese Initiativen vielversprechend erscheinen, stehen sie unserer Meinung nach im Widerspruch zur eigentlich agrarökologischen Ausrichtung des BMZ. Das BMZ unterstützt eigentlich schon viele wichtige Programme, die im Grunde auf Bodengesundheit und nachhaltige Landwirtschaft abzielen, wie zum Beispiel das ProSoil-Projekt oder auch das, was es ablösen wird, jetzt hoffentlich das ProSilience-Projekt, aber auch die ökologischen Wissenszentren. Und die Investition in die synthetischen Düngemittel auf Basis von grünem Wasserstoff widerspricht diesen Ansätzen. Stattdessen denken wir, sollte das Geld verstärkt in Projekte fließen, die Agrarökologie und den Soil Health Plan unterstützen, um eine wirklich nachhaltige Transformation der Landwirtschaft zu ermöglichen. Und da sehen wir eben auch eine kohärente politische und finanzielle Ausrichtung als sehr wichtig an, um sowohl Klima- als auch Agrarökologie-Ziele zusammenzubringen. Und damit übergebe ich wieder zurück an Tanja.
Und ich danke dir ganz herzlichen Dank, Silke Bollmor, für diese, ja, diese beiden Beschreibungen. Also einmal den Deep Dive nach Kenia zu gucken, was da wirklich abgeht an Projekten und auf der anderen Seite die Rolle der Bundesregierung. Wir haben genau dazu eine Frage, Silke. Könntest du noch mehr zur Rolle der deutschen Regierung und den Investitionen in sogenannte grüne Düngemittel sagen? Du hast ja viele verschiedene Projekte aufgezählt, die das Entwicklungsministerium jetzt schon unterstützt. Gibt es da eine Summe, wie viele Investitionen das waren? Gibt es noch weitere? Also soweit ich weiß, sind direkte Gelder noch nicht geflossen. Ich hatte das Darlehen genannt über die KfW, über 60 Millionen. Das ist aber noch outstanding. Also das wartet im Grunde auf die Genehmigung. Also Kenia, BMZ ist dabei nicht der einzige Partner, der das Darlehen anbietet, sondern eben auch andere, zum Teil auch private Geldgeber, sodass Kenia eben entscheidet, wer das Geld ihm geben kann. Von daher ist noch kein Geld geflossen. Das Darlehen ist da und es wird angeboten. Und das, was eben schon passiert ist, hatte ich ja auch erwähnt, das sind eben die Baseline-Studies und die Machbarkeitsstudien, die eben aber auch zeigen, dass es schon auch politisch unterstützt wird in dem Moment. Jetzt will ja, ich frage mal jetzt noch selber, weil keine anderen Fragen mehr im Chat sind, frage ich selber. Nun sagt ja die Bundesregierung auch immer, dass sie grünen Wasserstoff für sozusagen für unseren Champagner, wie Lisa das genannt hat, also für unseren grünen Wasserstoffbedarf selber importieren will. Und gleichzeitig fördert sie aber auch den lokalen Verbrauch. Und wir haben ja jetzt gehört, noch gibt es ja diesen grünen Wasserstoff in winzigen Mengen überhaupt erst. Gibt es da so Mengenverfügbarkeitsberechnungen, wie das alles passieren soll? Da weiß ich jetzt nichts von. Lisa, vielleicht, weil du dich vielleicht auch ein bisschen mehr mit Energie und grünem Wasserstoff selbst auskennst, vielleicht kannst du da reinspringen, aber ich weiß nichts über diese Berechnung. Nee. Außer dass es knapp ist, oder? Genau, ja. Gut, also wenig. Lisa, Kann willst nur du? noch mal, ja, ich kann nur noch mal darauf verweisen, dass ich glaube, es war letzten Monat oder vielleicht im Juli, hat der Europäische Rechnungshof da alles nochmal durchgerechnet. Also ich werde den Link im Chat posten, was nochmal verdeutlicht, wie hoch die Ziele gesteckt werden und wie wenig tatsächlich verfügbar ist und auch verfügbar sein wird im Jahre 2030. Was dann wiederum auch bedeutet, dass was eigentlich grün sein sollte, wird im Endeffekt wahrscheinlich weiterhin fossil auch sein. Also ich poste den Link. Vielen Dank, das ist nochmal ein guter Hinweis, denn Tina Marie Jahn hat die ganze Zeit auch schon gute Links zu allen Themen, die erwähnt worden sind, gepostet. Also wer den Chat noch nicht geöffnet hat, öffnen Sie ihn und klicken Sie an. Wir machen weiter mit dem nächsten Vortrag und dazu sollte ich Ihnen jetzt eigentlich Rosina Mbenya anmoderieren. Sie ist County Coordinator at Pelum in Kenia and Pelum is a network working with smallholder farmers and also with pastoralists and promoting agroecological practices. But her flight from Zimbabwe back to Kenya was delayed, and so right now she is in an airplane and cannot listen to us and cannot speak either. But Anna Maina was so kind to say I will take over her part, as Anna also works about the alternatives. And that is what we are talking about now, having learned that the so-called green fertilizers made by hydrogen are not really green, not even in production, but not in their consequences for agriculture and for farmers with the social impact. What is the alternative? What should be done instead? And this is what we will learn by with ideas of Rosina Benya, but also by Anna Maina. Thank you so much for jumping in and giving us a second speech, Anna. Thank you very much. Rosina is my friend, and we work on these issues quite closely, looking at alternatives in terms of replacement of synthetic fertilizers with organic alternatives, adopting practices like what I'll talk about, and restructuring the whole cultivation system through agroforestry. So, some of the work that Pelham Kenya has been doing, and in collaboration with BIBA, we are both members of each organization. Is one replacement of synthetic fertilizers with organic
alternatives. And one of the products that has been produced is called bokashi, and this is produced from local farmyard manure, molasses, husk from coffee or rice, and topsoil. And the ingredients are heaped together, and this takes about 2 weeks to produce. And some of the members of our members' organizations, like here we have OAC, which is organization organic fertilizer, has an organic fertilizer depot here where they produce organic fertilizer, and it is, has made a lot of difference in food production or crop production. And they even have gone for certification, so their products are certified. There's also the replacement of synthetic fertilizers with other alternatives like the black soldier fly, frass fertilizer. This is a non-pest insect that is known for its remarkable waste conversion abilities and multiplication. The black soldier fly is one of the most popular species in advancing what we call circular economies, through converting the biowaste. And also the black soldier fly is also an animal feed, which is very nutrient rich, and so it can be fed to our chickens. And this has really helped farmers to make a difference. And there are other the organizations within the country that are even commercializing this, like Regen Organics that is seen there. Then we have biochar. It has been controversial in some areas, but if you look at communities, for example, in South America, they have used biochar to replenish or revitalize the soil. And so we do this by burning farm waste such as maize stalk and cobs, coffee husk and rice husk or coconut shells. And then it is put in the soil to bring back the carbon matter. And this has really supported and worked well for farmers. We're also adapting practices like crop rotation and intercropping. Intercropping, you talk about, for example, maize is a staple, but growing the maize with beans, the beans are able to bring back the nitrogen, the atmospheric nitrogen in the soil. And also you can even have pumpkin to cover the soil so that when you harvest the beans, the pumpkin are also covering the soils. Crop rotation is also one of the areas that we've promoted as we promote agroecology. Unfortunately, a lot of the smallholder farmers in Kenya own small pieces of land, but we encourage them. And we've been doing a lot of research on participatory led research by farmers. Like here you'll see is the growth of the lab beans, which are very nutritious and can be used as you do crop rotation to improve the soil fertility. There's also agroforestry, restructuring the whole cultivation system. We're encouraging the farmers to bring back agroforestry practices alongside the food crop and livestock so that we reduce the levels of erosion and bring back the soil carbon matter. And even in some areas, we are now even encouraging more fruit trees so that you benefit from the trees holding onto the soil and bringing back the carbon matter, but also the children and the families are able to benefit from the fruit trees. So this is one of the pictures showing production of compost. Composting has been there for a long time. We've also, one of the major challenges in Africa is that farmers who produce or use the fossil fuel-based fertilizers don't test their soil. So you'll find most of them are depending on phosphorus, nitrogen fertilizers, but the testing is not happening. One of the member organization, Effecting IPM Association, has been conducting services, soil testing services, to enable the farmers to be able to identify exactly the kind of nutrient they need. And even in the production of the biofertilizers, they go through certification and testing to determine the amount of nutrient, the phosphorus, the nitrogen in the biofertilizers that we produce. And so you see there are challenges that are related to this kind of agroecological practices and production of food. Many of the younger generation are moving to the cities for white collar jobs.
And so you find with practicing agroecology and bringing back, improving the soil, it may be seen as labor intensive, but one recommendation that we are making is that we need investment in technologies that make bio-input processing easier. There's also limited knowledge among the farmers. So investment in practical farmer trainings and online availability of validated bio-inputs, I think we see that from the knowledge hubs that has really supported that, but more needs to be done. Then in terms of policies, if you look, for example, the soil health policy in the country, there's not much mention of the bio-inputs and bio-fertilizers. And so the policy frameworks are very important. Research, participatory research and communication, dissemination of information. There's also limited access to bio-inputs, but we can do this by scaling up. And also soil testing, which I have talked about. So those are the brief. There's much more, but let me share that for now. Thank you. Thank you so much. And Maina, that's so impressive to see that there are so many different ways of improving the soil. Can I just ask, I'm waiting for your questions, and I encourage you to give us your question, because I guess there is one, because I guess and also Rosina have a lot of experience. I do read the question of Gerhard Weber, and he says, if you look at the six principles of soil health, a special animal integration and the integration, that makes sense. Animal integration and context, it is really important. Grazing cover crops and stimulating the root exudates is the best way to build soil carbon. Every external input that you're discussing is unstable carbon inputs. They help, but they are not as stable. Animal integration is critical, and grazing animals are a negative carbon sink. That's so interesting, because only one day ago I went to see a farm in Brandenburg that practices these animals, the cattle in the crop rotation. They don't live in a stable, but they are in the crop rotation, not in the greenland, but in the cover crops. So that might be this idea. Is it realistic to do so in Kenya too? What's your experience with that, Anne? It depends on the region you're looking at. If you look, for example, at communities that are pastoralists like the Maasai, they have a sustainable grazing practices. And so they're able to move their animals and leave part of the land fallow for it to regenerate it itself. Maybe now with a lot of pressure in terms of land, and we are seeing that, for example, the case in Gorongoro where the pastoralists are being moved, that might be a challenge. But for your typical smallholder farmer in Kenya, they integrate animals, but not many, because the space is not that much. Maybe a cow or two, chickens, goats. And these are important in terms as they are making their biofertilizers. They're able to use this to produce the biofertilizers and improve on the soil nutrient quality. So I'm not very sure if I understood this question. You're saying animal integration is critical, and grazing animals are a negative carbon sink. But it depends on how you look at it, because traditionally communities that do pastoralism do it in a sustainable way. But now with the pressure on land, that can be a major challenge. Thank you. Ah, thank you so much. Thank you so much. Could you also say maybe a little bit more on the soil health plan in Kenya, and how this is coordinated with all these plans of producing hydrogen, green hydrogen created fertilizers? Yeah, the soil health plan, I think, was passed just last year or the year before. Unfortunately, I think it makes one mention of the use of biofertilizer or organic inputs as a way to improve soil fertility. And so you see a disconnect within even the policies that are being produced by government, because on the one hand, we've been working for the last 2 years to develop an agroecology strategy in the country. The Minister of Agriculture using a platform called the Intersectoral, a multi-stakeholder platform, the Intersectoral Forum on Agrobiodiversity and Agroecology. But now I think it is important that as we do
This kind of policies, there's not that kind of policy disconnect, because if they only mention it as a way in only one or two sentences, that is not very it's not going to help us in terms of moving and transition to agroecology. Thank you so much. It's a bit the impression that I have when I talk to experts who are judging, like the German policy, also saying they supported agra and these industrialized agricultural approaches, and at the same time they supported agroecology and supporting people, smallholder farmers, with using these practices. So let's hear more about this. I would like to open this panel again, saying thank you so much to Anne Maina, but I would like to open the final panel, and I would like to call Silke Bollmore and Lisa Tostado back on the panel, on our virtual panel. And I have one question to, let's see, whom of you, Simone Ramones from the Weltfriedensdienst, tells us thank you for sharing the examples in Kenya and how they are a sustainable solution. What does the Kenyan government do right now to support small-scale farmers in their transition to agroecology? So the role of the government, and are there, for example, subsidies for biofertilizers instead of synthetic fertilizer, or do extension workers advise farmers on sustainable practices? Of course, there is you, Anne and Rosina, working and supporting the farmers, but what does the Kenyan government do? And also maybe we can give this question to Silke. Okay, should I start? Please, yes, please. Yes, thank you. As I said, there's a lot of disconnect. Currently, the government of Kenya is keen on promoting the fossil fuel fertilizer subsidy program. But even that fertilizer subsidy is not sufficient. And there's also, there's been a lot of controversy about the quality of the fertilizers being supplied to the farmers. And I go back to the issue that, are we doing the soil testing to see if what we need exactly for the soil? Because most of the fertilizer that come in is rich in phosphorus and nitrogen, but the farmers are not able to test, because sometimes it just needs improvement in carbon by putting lime, and that will sort out the whole issue. There is no subsidy for biofertilizers or organic fertilizers, and that's something that we are pushing through the National Agroecology Strategy. It's still in draft. We're hoping to, by the end of this year, to have it released. Interestingly, it's the lead organization or the lead ministry is the Ministry of Agriculture. And so you see the disconnect. There's the push for fertilizer, synthetic fertilizer, but also there's agroecology. And so we keep on raising those issues, and government, even through support from partners, to put more investment in supporting agroecology, because currently it's skewed towards synthetic or the toxic, the fossil fuel based fertilizers. Thank you so much. Silke, möchtest du ergänzen? Würdest du es ähnlich einschätzen? Ja, ich würde es ähnlich einschätzen und würde vielleicht auch noch mal einen Punkt mit reinnehmen. Nochmal zurück auf den Soil Health Action Plan, der ja das Ergebnis des Summits war, und Soil Health and Fertilizer, der ja, wenn man ihn gut lesen würde oder wenn man ihn positiv lesen würde, könnte er Richtung Transformation einer nachhaltigen Landwirtschaft gehen. Wenn man ihn negativ lesen würde, könnte man sagen, okay, Business as usual, synthetische Düngemittel werden weiter angewandt und auch gefördert. Denn es ist sehr unklar, was da eigentlich steht an Punkten. Und das spiegelt sich eben auch wieder, und das ist ja nicht nur in Kenia so der Fall, dass es eben wenig Akzente gibt, die wirklich nachhaltigen Praktiken zu fördern, sondern eben auch in vielen anderen afrikanischen Ländern. Und ich würde mal sagen, Kenia ist da noch ein bisschen progressiver als jetzt vielleicht andere Länder. Das heißt, also wir erwarten auch als Zivilgesellschaft von den Geldgebern und auch von der Entwicklungszusammenarbeit, dass die ganz klare Akzente setzen, in welche Richtung dieser Aktionsplan denn gehen könnte für afrikanische Länder. Natürlich zusammen mit der Regierung, denn die afrikanische Regierung muss ihn umsetzen. Aber das zeigt halt wirklich auch ganz deutlich, dass es da auch wirklich klare Richtlinien gibt. Und wenn einerseits Agroökologie gefördert wird, aber andererseits eben
die grüne Düngemittel, die wasserstoffbasierte Düngemittel, dann geht das eben in zwei Richtungen und spiegelt eigentlich den Aktionsplan auch wieder. Lisa, vielleicht kann ich dich noch mal in die Diskussion holen. Du hast ja sozusagen von der generellen Aufgabe zu sagen, da stimmt was nicht in der Bewertung von überhaupt synthetischem Mineraldünger oder Kunstdünger, wie wir früher auf dem Bauernhof immer gesagt haben, weil dieses Bewusstsein für die Klimaschulden, die da dranhängen, noch überhaupt nicht vorhanden ist. Wie aus Sicht dieser Kampagne, wie beurteilst du den Fall jetzt in Kenia und auch die Haltung der jeweiligen Regierung dazu? Ja, worauf wir immer versuchen hinzuweisen, ist, dass grün klingt eben immer sofort klimafreundlich, aber noch einmal, es bezieht sich ausschließlich auf den Produktionsprozess. Und wie Silke auch in ihrem Vortrag gesagt hat, der große Teil der Emissionen entsteht nach der Produktion. Also ungefähr 60% entstehen erst auf dem Feld. Das heißt, ohne eine absolute Reduktion von synthetischen Düngemitteln werden wir immer noch diese Lachgasemissionen haben. Und die sind eben circa 270 Mal so treibhauswirksam wie CO2 und bleiben anders als Methan sogar über 100 Jahre in der Atmosphäre. Also dieses Problem werden wir uns kreieren und werden es noch für viele, viele Jahrzehnte mit uns rumtragen. Und dieses Problem wird nicht dadurch verschwinden, dass wir die Produktionsprozesse umstellen, sondern nur, indem wir weniger reaktiven Stickstoff überhaupt erstmal ausbringen. Und der reaktive Stickstoff ist eben ein sehr großes, unterschätztes Problem, nicht nur bezüglich des Klimas, sondern auch bezüglich der Ozonschicht zum Beispiel. Und wir haben als Menschheit seit der Entdeckung des Haber-Bosch-Prozesses eben die Ausbringung verfünffacht. Und das bringt ganz viele verschiedene biologische Prozesse aus dem Gleichgewicht, nicht nur bezüglich auf das Klima. Also ja, ein großes. Ersetzen 1:1 ist auf jeden Fall keine Lösung. Sorry. Ja. Also nochmal eine große, große Warnung. Nicht, wo grün draufsteht, ist immer grün drin. Man muss da ganz genau hingucken, wohin, auf welchen kleinen Ausschnitt sich das Grün überhaupt bezieht. Wir haben eine Frage von Fatim Diaby von der Bund Jugend. Einmal mit verbunden mit Dank für die Organisation an Incota und die Agrarkoordination und die anderen Partner. Und er fragt oder sie fragt, ich würde gerne nachfragen, ob es bereits Kampagnen in Deutschland gibt, die sich gegen die Unterstützung durch das BMZ für den Bau einer Düngemittelproduktion in Olkaria einsetzen. Gibt es in diesem Sinn auch einen Kontakt zur kenianischen Diaspora in Deutschland? Und falls nicht, was wären die Schritte, die eingeleitet werden können, dass dies verhindert wird? Ja, der Call for Action. Wer übernimmt das? Ja, ich könnte ja mal anfangen. Also Dick. Kampagnen gibt es in der Sicht noch nicht. Es ist ja auch noch nichts passiert. Also es sind ja noch keine Gelder geflossen und von daher sind eben die Veranstaltungen, so eine Veranstaltung, wie wir sie jetzt machen, eben auch sehr wichtig. Denn für viele in der Öffentlichkeit ist das Thema ja auch noch gar nicht präsent. Sie wissen ja gar nicht, was das bedeutet, grüne wasserstoffbasierte Düngemittel. Was ist das Problem damit? Also ich denke mal, mit solchen Veranstaltungen kann man schon mal gut anfangen, um eben auch Bewusstsein zu schaffen. Und Kontakt zur kenianischen Diaspora haben wir direkt jetzt nicht in Deutschland, aber wir schreiben auch zu dem Thema ein Diskussionspapier, das hat, glaube ich, Mireille zu Anfang schon gesagt, zusammen mit verschiedensten kenianischen Zivilgesellschaften, unter anderem auch Biba mit Anne und mit Rosina, mit Pelum und vielen weiteren und eben auch mit deutschen Zivilgesellschaften. Also wir haben viele Kontakte dort vor Ort und die das eben auch unterstützen. Aber wenn es hier Kontakte als Diaspora gibt, sind wir da natürlich auch offen und würden uns da auch gerne mit austauschen. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage, Fatim. Ich glaube, das ist vielleicht die Einladung zur Vernetzung, würde ich sagen. Auf Ich alle denke, Fälle, ja. Sie sollten sich hinterher alle, also alle Interessierten an dem Thema, sollten sich unbedingt vernetzen. Und natürlich ist es leichter, eine Ausgabe, die NGOs, die Zivilgesellschaft als schlecht bewertet, wenn sie getan wurde, zu kritisieren. Aber vielleicht ist es ja sinnvoller, vorher diese Gelder in eine ganz nachhaltige Richtung zu lenken.
Also ich glaube, dass es jetzt genau der Zeitpunkt ist, da zu agieren. Und ich wünsche allen gutes Vernetzen an dieser Stelle schon mal. Ich lade noch mal zum Fragenstellen ein. Wenn ich keine übersehen, haben wir alle Fragen gestellt. Und vielleicht geht es vielen Zuhörenden so wie mir, dass ich denke, das ist erstmal noch ein ganz neuer Kontext und ich muss erstmal von der Bewertung von synthetischem Dünger bis zu all diesen Produkten nochmal drüber nachdenken, was das überhaupt vielleicht für mich und meine Arbeit bedeutet. Also danke, Lisa, dafür, dass du da nochmal Bewusstsein schaffst für die Auswirkungen, über die ja gar nicht in der Agrardebatte so richtig viel gesprochen wird. Ihr habt euch jetzt alle drei untereinander zugehört bei euren Vorträgen. Seid ihr euch alle einig? Gibt es Nuancen, wo oder Unterschiede, wo ihr euch widersprechen wollt? Oder was ist eurer Meinung nach noch zu kurz gekommen? And do you agree with Lisa and Silke in their judgment on green hydrogen? Yes, I do agree because what is also very interesting, when I started getting engaging in this topic, in 2023, I think the European Development Committee came to Kenya on a tour. And one of the issues that we realized or they asked us about was the green hydrogen project that the German government is planning to fund. And there was not much information because even that meeting that you were in, the European Union had invited us. And so we started questioning ourselves, why is this issue not very out in the open? What's very controversial about it? And that's when we started getting the interest. So information even about that project is very limited. Not many will share. And so you see that it's going to be an energy and water intensive project. The area around Lake Naivasha. Lake Naivasha is a freshwater lake. This lake and that's where the Olkaria project wants to be done will suffer, and the rivers around there, because they have to produce the green hydrogen using fresh water, and this is a threat to even the ecosystem around the area. And so it's important that we raise our voices so that we do not have a project that's not really going to, is really going to bring more damage to the communities. Thank you. Thank you so much. And can I ask, what do you want us to help you in this case? Because it's also German money or the offer of German money involved. Is raising more awareness and campaigning because the voice from the south and the voice from the north would be very instrumental in creating change so that we also work together in pushing or supporting or lobbying the German government to invest more in promoting agroecology as a practice in the research so that we can be able to support our farmers to transition to agroecology. Because your typical smallholder farmer in Kenya or in Africa does not benefit from subsidies. Maybe a farmer in Germany or in another European country can even be paid to leave their land fallow for some years. But here you cannot because the farmer has bills, they have children to take to school, they have to produce food. And so you depend all everything on your food production and the farm. And so it's important that we have started the work. The small way we are doing Biba Kenya, Pelham Kenya, working with smallholder farmers, telling them transition in a process is a process to take 2 to 3 years. So please, let's do it systematically so that you also don't lose out in terms of production. And so putting more resources in supporting that would be very instrumental. Thank you. Thank you so much. And here is again a question for you, asked by Simone Ramones, and she wants to know if you know if the population and community around Lake Naivasha was consulted, and if yes, in what way regarding the project. So what is called the prior information, in which way was it maybe framed? That's what I get from the question of Simone. Anne. I'm not aware if they were consulted. I would have, I don't think so. I Let's don't know. find Maybe out. Silke, you can help me. I think the plant is still in it's not built yet. So there is the plan to do it, and
jetzt spreche ich auch auf Englisch, sorry, ich hoffe, ich verwirre die Übersetzerin nicht. Also sie ist halt noch nicht da und da sind noch die Vorbereitungen. Es wurden ja einige Studien gemacht von der GEZ, Machbarkeitsstudien, aber also ich denke mal, der typische Environmental Impact Assessment, wo ja eben eigentlich die Stakeholder befragt werden müssen, ist noch gar nicht passiert. Das weiß ich aber nicht. Aber ich habe so ein bisschen, also ich glaube, dass es noch gar nicht so weit ist, dass es wirklich erstmal, es braucht ja erstmal die Investoren und es braucht ja erstmal das Geld, um überhaupt es zu bauen. Und es ist ja auch noch gar nicht sicher, ob es jetzt wirklich da sein soll oder vielleicht in Mombasa. Aber ich denke mal, dass diese Environmental Impact Studien gerade laufen. Ich habe jetzt noch mal eine Frage, wo wir über zukünftigen Schaden vielleicht reden, auch an alle. Es gab ja Forderungen aus Kenia, dass die Bill und Melinda Gates Foundation als einer der größten Finanzierer von Agra eigentlich Reparationszahlungen sozusagen an die Bauern zahlen sollte für die Schäden, die angerichtet worden sind, da wo versprochen wurde, höhere Erträge, größere Unabhängigkeit, mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und das ja überhaupt nicht geklappt hat, sondern viele Landwirte sind ja verschuldet. Gibt es da die Idee, dass den Bauern jetzt geholfen wird, dass sie entschädigt werden für sozusagen den falschen Weg, den sie eingeschlagen haben? Und wie könnte das weitergehen? Ja, yeah, I think, Anne, you would be the best haven't person. Had the Bill and Melinda Gates, they're keen on pushing the agenda, the Green Revolution. Agra is still continuing, so I don't think there are plans to compensate or change. For them, it's about making money, investing in digital agriculture so that they can be able to also control even the agricultural practices. Ich habe eine Schlussfrage an alle auf dem Panel, vielleicht eine kurze Schlussfrage, weil wir uns 7:30 nähern. Aber wir haben ja gehört, sowohl in Kenia als auch in Deutschland gibt es, und das ja nicht nur bei der Frage der Düngemittel, so einen Hype von grünem Wasserstoff. Und es ist ja völlig klar, es wird grünen Wasserstoff brauchen als diesen Champagner für die Anwendung, wo es gar nicht ohne geht. Aber er wird nicht die Gasheizungen ersetzen, er wird nicht die Autos antreiben und er wird auch sinnvollerweise nicht die Düngemittelproduktion umrevolutionieren. Wie soll man damit umgehen? Das ist nicht so leicht zu campaignen, zu sagen, das ist schlecht, weil es ja Gründe gibt, dass er produziert werden muss, aber er wird oft missbraucht für das, was man so ja gerne mal Technofix nennt. Grüner Wasserstoff. Und dann können wir weitermachen wie bisher in der Landwirtschaft, beim Autofahren. Wie geht man damit um und was sind eure Ideen dazu? Also Lisa, vielleicht vielleicht. nochmal. Okay, sorry. Ja. Nein, gerne, gerne. Wenn Silke bereitsteht, wer mag? Silke und dann Lisa. Ja, ich wollte einfach nur noch mal betonen und dass das vielleicht auch wirklich wichtig ist, dass wir das alle im Hinterkopf behalten, dass eben grüne wasserstoffbasierte Düngemittel, und ich spreche jetzt nur von den Düngemitteln und nicht vom Wasserstoff per se, im Grunde keine kurzfristige Lösung sein können. Und so wird es ja oft suggeriert als Lösung für sehr kranke Böden Richtung Bodengesundheit, Richtung Agrarökologie vielleicht sogar. Denn es ist per se nicht kurzfristig möglich bei den hohen Investitionskosten. Also wenn man sich die On-Site-Platte anschaut, 15 Jahre Abnahmegarantie, das sehe ich nicht als kurzfristig. Und dass wir wegkommen müssen von diesen schnellen Lösungen suchen, sondern wirklich ganzheitlich langfristige Lösungen, die für alle auf dem Kontinent auch verfügbar sind und nicht nur für diejenigen, die es produzieren. Und ein letzter Punkt noch, das ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist nicht, wie jetzt im Aktionsplan auch gesagt wird, generell, wir brauchen eine Verdreifachung von Düngemitteln, die ja eben auch gerade auch für Kenia die grünen wasserstoffbasierten Düngemittel einschließen, sondern da wirklich auch zeitspezifisch zu schauen. Also es gibt so viele unterschiedliche Böden in Kenia und die brauchen alle unterschiedliche Maßnahmen. Und da jetzt einfach so einen Schlag drüber zu machen und sagen, wir brauchen jetzt mehr Düngemittel und die ersetzen wir jetzt mit grünem Wasserstoff, ist, glaube ich, auch ein gutes Argument, da zu sagen, so geht es nicht. Das geht auch nachhaltiger. Vielen, vielen Dank. Das war schon ein sehr gutes Schlusswort, aber Lisa hat noch mal eine Erinnerung für mich, zumindest aus dem Chat, ja. Ja, nur noch mal, um das mit Zahlen zu unterlegen. Also wir sind sehr, sehr weit davon entfernt,
signifikante Mengen von grünem Wasserstoff überhaupt zu produzieren. Und nochmals, den sollten wir ganz vorsichtig einsetzen. Und bei Düngemitteln haben wir eben auch andere Möglichkeiten, langfristig Bodengesundheit herzustellen. Und diese Idee, immer einfach eins zu eins alles zu ersetzen, also begonnen bei dem Transportsektor, ach, okay, wir haben ein Problem mit den fossilen Brennstoffen in den Autos, dann ersetzen wir jedes einzelne Auto mit einem E-Auto. Das geht nicht auf. Wir müssen viel systematischer denken und wir müssen uns den Naturwissenschaften zuwenden und verstehen, wie unglaublich energieintensiv diese Herstellung ist von grünem Wasserstoff. Und vor allen Dingen, wenn wir den auch noch in Afrika produzieren und dann aber nach Europa verschiffen möchten zum Beispiel, müssten wir den umwandeln in Ammoniak und dann wieder zurück aufsplitten in Wasserstoff unter ganz immensen Energieverlusten. Und wir haben einfach nicht genug Mineralien, nicht genug Platz, um das Ganze umzusetzen. Und noch eine letzte Bemerkung bezüglich auch Doppelstandards, was vielleicht ein bisschen zu kurz kam in der Diskussion bisher. Wir haben in Europa 2020, fast 5 Jahre her jetzt, die Farm-to-Fork-Strategie eigentlich mal auf dem Tisch liegen gehabt. Die beinhaltet Pestizidreduktion, aber auch Düngemittelreduktion. Bisher haben wir davon genau gar nichts gesehen, vor lauter Panik und es gibt jetzt Wichtigeres. Es gibt aber dieses Stickstoffproblem, es gibt das Klimaproblem und wir können nicht als EuropäerInnen uns hinstellen und sagen, nein, in diesen Ländern sollte es auf keinen Fall auch keinen grünen wasserstoffbasierten Dünge geben, während wir in Europa weiterhin pro Hektar viel, viel mehr Düngemittel verwenden. Die Aufnahmefähigkeit von Pflanzen hier in Europa ist unter 30%. Alles andere wird, landet im Wasser, in den Böden, in der Luft. Also wir müssen ganz dringend in den Ländern, die im Moment und auch historisch am meisten benutzen, runter von dieser Düngemittelabhängigkeit. Sonst sind wir auch nicht glaubhaft auf internationalem Parkett. Vielen, vielen Dank, Lisa Tostato, für das vehemente Schlusswort nochmal. Und es gibt viele, nicht alle, aber viele Agrarwissenschaftler, genau diese Botschaft immer wieder verkünden. Und viele Meeresbiologen in der Ostsee, die sagen, ja, bitte fangen wir damit an. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Arbeit. Ich fand das sehr, sehr beeindruckend, was ich heute gehört habe, auch zu sehen, wie viele tolle Lösungen in Kenia bereits erprobt werden und verbreitet werden, von denen wir natürlich auch was lernen können. Ich bin gebeten worden, ein kurzes Wrap-up zu machen in minus einer Minute und mir ist nochmal klar geworden, dass das Wort grün sehr, sehr oft missbraucht wird, dass etwas, was sich grün anhört, genau nachgerechnet gehört und um dann in diesem Fall festzustellen, da ist überhaupt nichts grün dran im Sinne von grün und lebendig. Es ist eine große Gefahr, Wasserstoff als Technofix, als Lösung für alles zu sehen, ohne nachzurechnen, dass es bisher weniger als 1% überhaupt von diesem grünen Wasserstoff gibt, von dem wir träumen. Es gibt sowohl in Kenia als auch in Deutschland eine Art Disconnect, hat Anne es genannt, also eine merkwürdige Zweigleisigkeit, dass man einerseits sich zur Agrarökologie bekennt, die auch fördert und entwickelt, aber andererseits in alten Pfaden weiterarbeitet, von denen wir wissen, dass die keine langfristigen, nachhaltigen Lösungen bringen. Und insgesamt habe ich gemerkt, das Thema, über das wir heute mit 50 Leuten gesprochen haben, ich glaube, alle, die dabei waren, würde ich bitten, das weiter noch zu verbreiten, den neuen Blick auf Düngemittel mit Klimafragen, mit Klimabilanzen dazu, mit Wirkungsgraden, die nicht erfüllt sind, denn das muss noch viel, viel, viel weiter bekannt werden über unseren Kreis heute hinaus. Und damit danke ich allen, die dabei waren, die zugehört haben, verbreiten Sie ja, vielleicht die Aufzeichnung oder das, was Sie heute gelernt haben. Und ich lade alle ein, die, wie die Bundjugend heute gefragt haben, gibt es denn da schon eine Kampagne? Bitte vernetzen Sie sich, machen Sie mit, arbeitet alle an der Verbreitung, bevor die Fahrtabhängigkeiten in viel zu viel grüne Wasserstoffproduktion aufgebaut sind. Versucht das alle vorher zu verhindern und auf einen Weg zu bringen zur Agrarökologie. Denn das erlebe ich immer mehr, ist die Zukunft. Ganz, ganz herzlichen Dank. Schönen Abend an alle. Danke, dass ihr und Sie dabei waren.